In meinen Videos behandle ich ja öfters mal das Thema Backup und habe auch schon einige Software, die kostenlos oder günstig ist, zumindest getestet. Viele davon sind bei mir in den Tests durchgefallen. Jetzt habe ich eine Empfehlung bekommen oder mehrere Leute haben mich eigentlich darauf hingewiesen, dass dieser VM Agent oder ja dieses VM Backup Programm ganz gut sein soll. Ich habe mal die kostenlose Version getestet. Die ist zwar ein bisschen beschränkt, zum Beispiel kann man nur einen Backup-Job machen, aber für Privatanwender reicht das in der Regel. Wer möchte, kann natürlich auch die Kaufversion nutzen. VM scheint eher so an professionelle Firmen sich zu richten oder an Firmen, ob die dann professionell sind, ist eine andere Frage. Aber eben hier als Abfallprodukt sozusagen auch das kostenlose für Privatanwender. Die Steuerung oder die Bedienung finde ich jetzt zwar nicht so super komfortabel, aber das ist beim Backup-Programm jetzt nur insofern wichtig, ob es seinen Job tut oder auch nicht. Und ich muss sagen, der VM Agent tut seinen Job. Es gibt halt wie gesagt nur diesen einen Job, den man einrichten kann. Und wenn ich jetzt mal hier auf Edit Job gehe, bekomme ich alle Optionen, die ich mir bei einem Backup-Programm so ein bisschen wünsche. Das ist hier an den Windows-Aufgabenplaner so ein bisschen angelehnt, habe ich das Gefühl. Man kann zum Beispiel hier mal auswählen, ob der ganze Computer gebackupt wird, ein ganzes Volume, also zum Beispiel komplett C, oder File-Level-Backup. Das ist zwar wohl langsamer, aber um ehrlich zu sein, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Virus habe und sage hier, ich möchte den entire Computer updaten, dann sichere ich mir den Virus mit und stelle ihn dann auch wieder her. Deshalb ist es mir immer ein bisschen lieber, nur die Dateien ja zu backuppen, die ich auch wirklich brauche. Das hält einen dann auch immer so ein bisschen dazu an, auch Ordnung zu halten, dass auch die Dateien, die man eben backupt, dann auch in den Ordnern sind, die auch tatsächlich gebackupt werden. Und ja, man ist zwar nicht ganz sicher dann vor dieser Gefahr, dass man ein Virus wieder mit herstellt, aber ja, also wenn man das Windows-Verzeichnis mitsichert, da kann ich mir gut schon vorstellen, dass da das Risiko einfach größer ist. Ja, hier kann ich jetzt auswählen, was ich backuppen will. Zum Beispiel, cool finde ich auch Personal Files, das dürfte für die meisten schon reichen. Wenn man hier reinklickt, dann wird einfach alles, was unter C-Users ist, mitgesichert. Das ist sogar besser als der Windows-Integrierte, weil auch App-Data und sowas wird dann mitgenommen. Zusätzlich hat man hier die Möglichkeit, wenn man auf Erweitert klickt, Sachen zu inkludieren oder eben zu exkludieren, also auszuschließen aus dem Backup. Hier gehen wir jetzt auf Destination. Hier finde ich zum Beispiel ganz nett, dass es Shared Folder gibt. Also da wird zum Beispiel Samba bzw. CIFS unterstützt. Local Storage wäre dann das, was ich jetzt hier gemacht habe. Ich habe einfach auf einen USB-Stick mal mein Backup gemacht. Hier wählt man den dann eben aus. Der ist jetzt hier eben gerade nicht angeschlossen. Aber was ich hier zeigen kann, ist nochmal, dass man das auch verschlüsseln kann. Auch das ist mir immer wichtig. Bei Schedule hat mich ein ganz klein wenig gestört, dass ich es irgendwie nur ja täglich machen kann. Aber es gibt da noch so Gimmicks, dass man halt auch sagen kann, naja, sobald ich den Computer sperre oder ausgeloggt bin, kannst du auch das Backup starten. Also da, wenn man die Frequenz erhöhen möchte, mehr als einmal am Tag, kann man eben das nutzen. Das finde ich auch ganz nützlich, denn dann stört es einen auch nicht. Also wenn man den PC sperrt, weil man gerade nicht dran ist, dann macht er halt, keine Ahnung, 20 Minuten lang so ein Backup und man wird nicht beim Arbeiten so sehr gestört. Und kann auch noch einstellen, dass er das nicht allzu häufig tut. Also das ist eigentlich auch soweit ganz okay. Eine Option, die ich bei manchen vermisst habe, aber hier da ist, ist diese Option hier. Was passiert, wenn der Computer nicht angeschaltet ist zu einer Zeit, wo er eigentlich das Backup starten sollte? Er holt es dann direkt beim nächsten Mal nach. Und das funktioniert auch, das konnte ich testen. Jetzt habe ich mal den USB-Stick eingesteckt. Und was mir immer wichtig ist, dass der Restore irgendwie ohne größere Schmerzen vonstatten geht. Das Teil versioniert selbstverständlich, hatte ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Es gibt halt ein Vollbackup. Und es gibt inkrementelle Backups. Und hier sieht man halt, wann die erstellt wurden. Und ich mache jetzt mal auf eins von denen einen Doppelklick. Nein, mache ich nicht, das ist Quatsch. Genau, das ist ein bisschen komisch. Also man darf nicht auf die inkrementellen einen Doppelklick machen, sondern auf das Full Backup. Und bestätigt hier einmal mit Ja. Und dann bekommt man eben halt alle ja gemachten Backups hier zu sehen. Ob das jetzt inkrementell oder voll ist, das braucht uns jetzt hier gar nicht zu stören. Ich nehme jetzt einfach mal hier das Neueste. Sag hier Open. Und dann bekomme ich so eine übersichtliche Ordneransicht von den Dateien, die ich halt hier gebackupt habe. Ich habe jetzt nur zum Beispiel dieses Documents einmal reingenommen und bekomme auch hier immer ja den Zeitstempel angezeigt. Bisschen nachteilig, man muss halt vorher das Backup auswählen, wenn man jetzt quasi eine Ansicht haben will, welche Version von welcher Datei habe ich eigentlich, zeigt einem das nicht an. Wenn man die Auswahl vorher trifft, wenn man weiß, was man wiederherstellen will, ist das auch völlig in Ordnung so. Kann jetzt also auch hier einzelne Dateien auswählen oder eben das ganze Backup dann wiederherstellen. Wem das zu blöd ist, mit diesem VM Agent Tool zu machen beim Restore, der kann auch einfach den Windows Explorer dazu benutzen. Das finde ich super sympathisch, dass sie das integriert haben.
Und hier kann ich jetzt einfach die Datei anschauen oder auch rauskopieren, um zu prüfen, ob das auch die richtige Datei ist. Also das ist wirklich optimal gestaltet, der Restore. Es wird versioniert, es wird verschlüsselt. Und ja, mir auch immer ganz wichtig ist ja, was passiert denn, wenn es ein Problem gibt? Also ich mache das immer ganz gerne, dass ich zum Beispiel mal hier den Laufwerksbuchstaben ändere und gucke, wie das Programm reagiert. Das ist in Windows häufig ein Problem, dass Laufwerksbuchstaben sich ändern können und das Backup-Programm dann wild wird. Bei mir hat das dann so ausgesehen, dass er ein paar Probleme zwar hatte, also der hat dann erstmal Probleme mit dem Backup gehabt, aber dann beim dritten Versuch oder so hat er es dann hinbekommen. Trotz des falschen Laufwerksbuchstabens hat er da sein Laufwerk wieder gefunden und hat das Backup gemacht. Zudem, wenn es so ein Problem gibt, bekommt man unten eine Warnung eingeblendet. Das ist also alles, was ich von einem Backup-Programm quasi verlangen kann. Einmal, dass er mich warnt und dass er auch versucht, selbst erstmal den Fehler zu lösen. Und das hat VM Agent hier gemacht. Wer also ein Backup-Programm sucht, das zuverlässig funktioniert, wo der Restore funktioniert, wo man versionieren kann und verschlüsseln kann, der ist bei diesem VM Agent auf jeden Fall gut aufgehoben.